Ja, da hat sich Baden-Württemberg in den letzten Jahren auf jeden Fall viele Vorwürfe anhören müssen. Selbst die Grünen und ihr Koalitionspartner, die CDU, sind da nicht zufrieden. Deswegen hat man sich da jetzt auch neue und relativ ambitionierte Ziele in den Koalitionsvertrag geschrieben und auch in ein überarbeitetes Klimaschutzgesetz. Wie ist der aktuelle Stand beim Ausbau erneuerbarer Energien? Ja, Fachleute sind sich eigentlich einig, dass der Ausbau der erneuerbaren Energie ganz entscheidend dazu beitragen könnte, sich unabhängiger zu machen von Energieabhängigkeit, zum Beispiel von Russland. Selbst FDP-Minister Lindner hat neulich mal von den erneuerbaren Energien als Freiheitsenergien gesprochen. Das zeigt eigentlich so ganz gut, wie da die Haltung ist. Die Bundesregierung hat tatsächlich auch sich zum Ziel gesetzt, den Ausbau gerade von Windkraft massiv zu beschleunigen. In den letzten Jahren hat sich da nämlich nicht so viel getan. Nur mal so ein bisschen, um sich vorzustellen, wo es dahin gehen soll. Bis 2030 will man einen Zubau von Windenergieanlagen haben, die 80 Gigawatt an Strom liefern. Im Moment ist man da bei 56 Gigawatt. Und wenn wir aufs letzte Jahr gucken, also 2021, wurden gerade mal 2 Gigawatt zugebaut. Der Bund will da auch Hürden abbauen. Jetzt will im April Klimaschutzminister Robert Habeck ein sogenanntes Osterpaket vorlegen. Da sollen dann Sofortmaßnahmen drinstehen, die eben ja gerade so bestimmte Hemmnisse beim Ausbau von Windenergieanlagen abschaffen sollen. Und darauf hofft zum Beispiel auch Baden-Württemberg, weil eben auch die Länder teilweise bei ihren Ausbauzielen abhängig sind vom Bund und von den entsprechenden Rahmenbedingungen. Warum geht der Ausbau von Windkraftanlagen in Baden-Württemberg nur schleppend voran? Ja, da hat sich Baden-Württemberg in den letzten Jahren auf jeden Fall viele Vorwürfe anhören müssen. Man kann vielleicht so viel sagen, selbst die Grünen und ihr Koalitionspartner, die CDU, sind da nicht zufrieden mit dem, wie der Ausbau der Windenergie in den letzten Jahren vorangegangen ist. Deswegen hat man sich da jetzt auch neue und relativ ambitionierte Ziele in den Koalitionsvertrag geschrieben und auch in ein überarbeitetes Klimaschutzgesetz. Es lief eine Zeit lang eigentlich noch relativ gut in Baden-Württemberg mit dem Ausbau der Windkraft. 2016 sind zum Beispiel 120 neue Windkraftanlagen dazu gebaut worden, beziehungsweise ans Netz gegangen. 2017 waren es sogar 123 und dann eigentlich kam der Einbruch. 2019 waren es dann nur noch 5 Windanlagen, die neu ans Netz genommen wurden. 2020 12 und auch im letzten Jahr immer noch nur 28 Anlagen. Also da tut sich bisher noch nicht so richtig viel und das will man jetzt ändern. Ja, warum es in Baden-Württemberg mit dem Ausbau der Windenergie so langsam vorangegangen ist in den letzten Jahren, da gibt es aus meiner Sicht mehrere Gründe. Fachleute und vor allem PolitikerInnen schieben das vor allem auf die Bundesebene. Da gab es nämlich 2017 eine Änderung bei den Ausschreibe- und Vergüteregelungen mit der Folge, dass vor allem große Windparks gerade finanziell sozusagen bevorzugt wurden oder was finanzielle Zuschüsse angeht. Jetzt ist es aber so, dass im Süden, in Baden-Württemberg, einfach das Gelände gar nicht so viele große Windparks hergibt und dass de facto bei diesen Ausschreibungen tatsächlich dann Windparks im Norden bevorzugt wurden und mehr solcher Windparks dort ausgeschrieben waren. Man will da jetzt was dran ändern. Es soll eine sogenannte Südquote geben. Die soll sicherstellen, dass 15% der Ausschreibungen künftig eben an den Süden gehen, sodass eben auch da wieder mehr Windanlagen gebaut werden und vielleicht auch größere Parks. Aus meiner Sicht gibt es aber auch noch jede Menge andere Gründe dafür, warum es so langsam vorangeht. Ein Grund ist sicher der Konflikt um Natur- und Artenschutz. Da gibt es immer wieder einfach massive Bürgerproteste. Es gibt auch ja wirklich Initiativen, die sich sehr vehement gegen die Genehmigung, gegen den Bau von Windanlagen stellen und da auch mit Klagen und mit Verfahren eben gegen vorgehen und so das sozusagen einfach verschleppen. Dann ist es so, dass die Genehmigungsverfahren sehr lange dauern im Moment noch. Da gibt es eben viele Hürden, viele Dinge, die das verlangsamen. Und ein Punkt ist vielleicht auch noch erstmal überhaupt die Verfügbarkeit von Flächen. Teilweise gibt es einfach gar nicht so viele Flächen, die jetzt schon ausgewiesen werden können. Wie sollen die Prozesse in Zukunft beschleunigt werden? Nach der letzten Landtagswahl hatten die Grünen eigentlich eine relativ starke Verhandlungsposition, sodass schon im Koalitionsvertrag mit der CDU relativ ambitionierte Ziele auch gerade für den Ausbau von erneuerbaren Energien festgelegt wurden.
Die Grundlage dazu bietet auch das sogenannte Klimaschutzgesetz, was nochmal überarbeitet wurde und wo eben solche Ziele auch festgeschrieben wurden. Ein Punkt ist zum Beispiel, der glaube ich sehr wichtig ist, dass das Land jetzt selber so ein bisschen vorangeht und Flächen im Staatswald ausweist, die dann wiederum für Windkraft oder für den Bau von Windkraftanlagen ausgeschrieben werden können. Ein anderer Punkt ist, dass auch die Kommunen und die Regionalverbände stärker in die Pflicht genommen werden sollen. Also man will da, dass insgesamt 2% der Flächen ausgewiesen werden für Erneuerbare. Und da sollen eben die Kommunen jetzt sozusagen auch stärker aufzeigen, wo sie wie eben den Zubau von erneuerbaren Energien ermöglichen wollen auf ihren Gemarkungen. Im Land gibt es jetzt auch eine Taskforce, die erarbeiten will, wo im Moment noch Hürden sind, die gerade die Genehmigungs- und Planungsprozesse verlangsamen und die Vorschläge macht, wie man diese Hürden eben auch abbauen kann. Nur um sich das mal so ein bisschen vorstellen zu können, im Moment ist es so, dass solche Genehmigungsverfahren oder einfach der Prozess von der Planung, Genehmigung bis zur Inbetriebnahme der Windanlage bis zu 7 Jahre dauert. Und da will man einfach deutlich schneller werden. Kretschmann hat gesprochen von einer Halbierung dieser Prozesszeiten. Die CDU hat vor kurzem sogar gesagt, man will das Ganze irgendwie innerhalb von einem Jahr künftig schaffen. Das zeigt aber einfach, dass man da schneller werden will. Und auf Landesebene arbeitet jetzt oder hat die Taskforce schon erste Vorschläge erarbeitet. Da geht es zum Beispiel darum, dass einfach ja, Prozesse digitalisiert werden sollen, dass man die ganzen Unterlagen, die nötig sind, digital einreichen kann. Dann soll es darum gehen, dass diese Prozesse besser kontrolliert werden. Zum Beispiel drauf geguckt wird, dass die Prüfung der Vollständigkeit von Unterlagen künftig innerhalb von einem Monat stattfindet und nicht ewig verschleppt wird. Und ein anderer Aspekt, den diese Taskforce noch vorgeschlagen hat, ist, dass die sogenannten Widerspruchsverfahren künftig abgeschafft werden sollen. Das bedeutet nicht, dass man nicht noch Widerstand gegen eine Windanlage sozusagen vorbringen kann, aber das wird meistens eh vor Gericht geklärt und deswegen sind diese Widerspruchsverfahren einfach ein zusätzliches Hemmnis und ein zusätzlicher Faktor, der diese Prozesse verzögert. Auf welche Argumente berufen sich Gegner von Windkraftanlagen? Ich glaube, auch da gibt es ganz unterschiedliche Argumentationen. Das hängt einfach so ein bisschen davon ab, mit wem man spricht. Ein Grund ist sicherlich für manche Menschen, dass sie es nicht besonders schön finden, wenn eine Windanlage in der Nähe von ihrem Haus oder ihrem Wohnort steht. Manche Menschen machen sich vielleicht auch Sorgen, dass es irgendwie gesundheitlich Folgen haben könnte. Immer wieder wurde da einfach berichtet über Infraschall und ich glaube, das sind dann so Dinge, die ja, den Menschen vielleicht ein bisschen Angst einflößen. Und dann gibt es natürlich die größeren Bedenken im Hinblick auf Artenschutz und Naturschutz. Und das sind ja vor allem dann so Aspekte, wo es auch immer wieder irgendwie zu Klagen und Widerspruch kommt. Die großen Naturschutzverbände BUND und NABU, die sind jetzt nicht per se gegen den Bau von neuen Windenergieanlagen. Die sagen, natürlich muss Artenschutz und Naturschutz berücksichtigt werden, aber sie weisen eben auch darauf hin, dass Klimawandel per se ja auch Folgen hätte für den Natur- und Artenschutz oder jetzt gerade im Hinblick zum Beispiel auf Artenschwund und warnen deshalb davor, jetzt ja die Energiewende oder den Bau gerade von Windenergieanlagen auszuspielen gegen den Natur- und Artenschutz. Und das wird einfach im Moment oft gemacht. Ist Atomkraft als Brückentechnologie notwendig, um unsere Versorgungsnetze stabil zu halten? Ja, eigentlich ist sich die Politik vor allem hier in Baden-Württemberg da relativ einig. Da wird gesagt, dass es sehr, sehr, sehr schwierig wäre oder kaum möglich, die Laufzeiten der verbleibenden 3 AKWs noch zu verlängern. Und es wird auch einfach betont, dass man politisch sozusagen festhalten will an diesem Atomausstieg, der ja Ende des Jahres geplant ist. Praktisch gibt es da auch einfach ein paar Probleme, die das sozusagen erschweren würden, solche AKWs einfach zu verlängern oder deren Laufzeiten oder das sogar unmöglich machen würden. Um da mal so ein paar Beispiele zu nennen, also ein Punkt sind die sogenannten Brennelemente, die man braucht. Das ist nicht so, dass man die einfach bestellen kann und die sind sowieso vorrätig, sondern man muss die tatsächlich eigens anfertigen lassen für jedes AKW.
Die sind im Moment eben einfach so gebaut, dass die dann quasi auch aufs Ende der AKW-Laufzeit auslaufen. Das heißt, man müsste da jetzt neue bestellen und da rechnen Fachleute einfach mit sehr langen Lieferzeiten von mehr als einem Jahr, teilweise anderthalb Jahren. Das heißt, da wäre nicht so viel gewonnen. Ein anderer Aspekt ist auch, dass das Uran für diese Brennelemente ganz, ganz überwiegend aus Kasachstan und Russland kommt. Das wirft dann wieder Fragen der Energieunabhängigkeit oder eben Abhängigkeit auf. Und ein Punkt ist auch einfach sowas wie das Personal. Also auch da haben Fachleute Sorge, dass sie dann nicht einfach jetzt irgendwelche Verträge verlängern könnten oder neues Personal so schnell wieder finden würden. Und vielleicht noch ein letzter Punkt sind sogenannte Sicherheitsüberprüfungen, die eigentlich nötig sind. Und die sind sowieso teilweise schon überfällig, wurden jetzt einfach nicht mehr gemacht, weil die AKWs ja eh auslaufen sollen. Und auch solche Überprüfungen und entsprechende Genehmigungen dauern einfach ja sehr, sehr lange. Das heißt, es wäre einfach nicht so, dass man das jetzt mal kurz alles irgendwie noch schnell hinkriegen könnte und das Problem dann gelöst wäre, sondern das wäre, wenn dann, eine längerfristige Sache.